Hallo, grüß dich zu diesem kurzen Video Grundkenntnisse an der Börse Teil 1. Heute besprechen wir das Thema Risikobegrenzung. Ist vielleicht eines mitunter der wichtigsten Themen überhaupt, wenn du auch ganz besonders noch Neuling bist, was Sachen investieren, Geldanlage an der Börse betrifft, Aktien etc. pp. Also, dieses Video handelt um Grundkenntnisse, Börsenwissen bezüglich Risikobegrenzungen. Wie gehst du mit Risiko am besten um? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich nach dem Intro gibt es mehr davon. Bis gleich. Ja, hallo, grüß dich, schön, dass du dabei geblieben bist. Wie gesagt, dieses Video handelt um das Thema Risikobegrenzung an der Börse. Ja, mein erstes Video einer Videoserie, die ich machen werde bezüglich Grundkenntnisse, also Grundkenntnisse im Bereich Börsenwissen, ja, wenn es um die Geldanlage geht an der Börse. Und ja, da fangen wir doch gleich mal an. Und zum Thema Risikobegrenzung, da wird in der Regel immer ein Begriff in den Raum gestellt, und das ist der sogenannte Stop-Loss. Ein Stop-Loss-Limit setzen, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ein ganz blödes Beispiel einfach, du kaufst eine Aktie XY für 100 Euro und natürlich in der Annahme, du hast also quasi deine Recherche und deinen Background-Check gemacht und hast dich also jetzt entschlossen, diese Aktie für 100 Euro zu kaufen. Und da gibt es so eine Faustformel, was Stop-Loss betrifft, warum Stop-Loss nicht die Wunderwaffe ist und warum ich da meine Bedenken habe und so weiter, dazu komme ich dann noch während des Videos. Also nicht jetzt bitte das Video abschalten, Stop-Loss ist die Wunderwaffe, ja. Also nur mal jetzt das Beispiel, um das zu erklären, was überhaupt ein Stop-Loss ist, falls du nicht weißt, was ein Stop-Loss ist. Du kaufst also eine Aktie für 100 Euro und dann gibt es so eine Faustformel, dass wenn du 20-30% dieser Aktie fallen würde, du rausgehst aus der Aktie. Warum? Weil wenn eine Aktie erstmal 50% gefallen ist, muss sie erstmal wieder 100% steigen, um wieder auf dem Einstandspreis zu sein, zuzüglich der Gebühren, ja, und dem Zinsverlust, den du in diesem Zeitraum natürlich hattest, ja, wenn sie keine Dividende abwirft. Also, die Rechnung ist natürlich sehr banal, die ich jetzt hier mache, ja, also, aber das ist so die Faustformel, die also auch in vielen Büchern steht und auch in vielen Expertenbüchern und so weiter. Und besonders was kurzfristigeres Trading und kurzfristiges Investment und so weiter betrifft, tja, da hast du die Bücher voller Stop-Loss-Strategien, ja. Und diese ganzen sogenannten Daytrader und so weiter und alles Mögliche, ja, die ja immer sagen, hey, kein Trade ohne Stop-Loss. Aber da komme ich dann gleich noch dazu, was ich davon halte auch, ja. Zu dieser Regel. Also, es gibt so eine Faustformel, was Stop-Loss betrifft. Ein Stop-Loss ist also, du kaufst eine Aktie für 100 Euro und die Faustformel ist 20-30% maximal darf sie fallen. Das heißt, wenn die Aktie auf 80 Euro fällt, dann hast du da bereits einen Verkaufsorder drin sitzen, ein sogenanntes Stop-Loss-Limit. Ja, das ist nichts anderes als wie eine Verkaufsorder bei 80 Euro. Das heißt, das machst du dann quasi, das wird dann quasi automatisch verkauft. Da gibt es jetzt halt verschiedene, ja, Problemchen, die schon mal damit kommen. Technische Probleme in Small Cap Aktien, also das heißt in Nebenwerten, also das mit anderen Worten, das ist, falls du diese Wörter noch nicht kennst, das sind einfach Aktien, wo nicht so stark gehandelt werden. Das heißt, es gibt insgesamt viel weniger Käufer und Verkäufer am Markt. Das heißt, wenn eine Aktie stark fällt, mal angenommen, du kaufst eine Nebenwert, also eine Small Cap Aktie oder einen Nebenwert, ja, also eine Aktie, die nicht so stark von nicht so vielen Leuten gehandelt wird. Also der Markt, wie jetzt auch der Viktualienmarkt in München, ja, es ist einfach ein viel kleinerer Markt,
Mal angenommen, du bist jetzt irgendwo auf dem Dorf und es ist ein viel kleinerer Markt. Es gibt viel weniger Leute. Es gibt nur zwei, drei Anbieter und zwei, drei Leute, die sich für Aktien interessieren. Ja? Das gleiche könntest du jetzt mit Äpfel und Birnen vergleichen. Ja? Zwei, drei Leute, die Äpfel und Birnen anbieten und zwei, drei Leute, die sich für Äpfel und Birnen interessieren. Ja? Wenn du jetzt halt hier eine Aktie für 100 Euro gekauft hast, ja, und es ist ja so ein Nebenwert, wo nicht viele Leute im Markt sind, und du setzt die Verlustbegrenzung bei 80, ja, dann wird theoretisch zu 80 Euro dann dein Stop-Loss-Limit, wie ich es gerade erklärt habe, gezogen. Das heißt, die Verkaufsorder wird dann vollzogen und du hast noch 80 Euro übrig von den 100, die du investiert hast. Was bedeutet aber, und das darfst du nie vergessen, und das vergessen alle Anfänger permanent, ja, jeder Verkauf bedeutet gleichzeitig ein Kauf. Ja? Das heißt, die Börse funktioniert wie eine Ladentheke. Ja? Die Börse ist eine Ladentheke und da gibt es links einen Käufer und rechts einen Verkäufer oder umgekehrt. Das heißt, wenn einer eine Aktie verkauft, jetzt in dem Fall du für 80 Euro, ja, mit deinem Stop-Loss willst du raus bei 80 Euro, dann muss es jemand geben, der diese Aktie für 80 Euro abkauft. Wenn es jetzt bei... Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand zu 80 Euro diese Aktien abkauft, die gerade eben so stark gefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, erhöht sich, desto mehr Leute natürlich im Markt sind, die diese Aktie traden. Ja, okay, also desto größer der Markt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt bei 80 Euro diese Aktie los wirst, mit anderen Worten. Das heißt, es gibt auch so sogenannte garantierte Stops, aber die kosten eine Menge Geld. Die willst du jetzt nicht an, also als Anfänger sowieso nicht, weil du hast noch nicht so viel Geld wahrscheinlich, ja. Also die ganzen Gebühren und so weiter willst du ja möglichst klein halten. Das heißt, du machst einen ganz stinknormalen Stop-Loss bei 80 Euro. Wenn du jetzt eine Aktie hast, die nicht so stark getradet wird und die Aktie sehr, sehr schnell fällt, dann kann es diese 80 Euro, diesen Preis, wo du eigentlich deine Order gesetzt hattest, kann ganz schnell überspringen. Und du wirst automatisch ausgeführt bei einem nie viel niedrigeren Preis. Ne? Also das kann sonst was sein. Ja? Je nachdem, wenn es einen richtigen Crash gibt zum Beispiel, ja, dann ist so ein Stop-Loss-Limit häufig, besonders bei den, wie gesagt, bei den kleineren Aktien, bei den Nebenwerten, überhaupt keine Garantie. Ja? Eben noch ein größerer Nachteil, als wie wenn du gar keinen Stop hättest, ja, weil du dann garantiert nicht den Preis kriegst, den du eigentlich wolltest, ja, sondern vielleicht bei 70 Euro oder was weiß ich wo, je nachdem, wo der nächste Käufer eben wieder sitzt, ja. Also, das ist dann sozusagen die Ladentheke, ja, also wo kein Käufer, da kein Verkäufer. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du das immer und immer wieder bewusst machst, weil ich das aus Erfahrung weiß, dass viele, die sich nur ein bisschen mit dem Thema Börse und Aktien und Kaufen und hin und her beschäftigen oder noch gar nicht beschäftigt haben oder so grundsätzlich noch Anfänger sind, ja, das einfach nicht so sehen, wie es ist. Die denken mal, das ist irgendwie ein Hokuspokus, ja, an der Börse. Das ist aber genau das gleiche, wie wenn du zum Viktualienmarkt gehst, zu irgendeinem Obstmarkt, ne? Da wo kein Käufer, da kein Verkäufer, ja, also da auch kein Verkauf. Ja, also es gibt vielleicht den Verkäufer, aber es findet kein Verkauf statt, wenn kein Kauf stattfindet. Ja? Okay, und das ist eigentlich so, das ist schon mal das technische Problem mit Stop-Loss-Limits. Das andere Problem ist natürlich dieses psychologische Problem. Hier mal ein Beispiel aus der Finanzkrise 2008. In der Finanzkrise 2008 ist zum Beispiel, ja, wirklich starke Werte, die seitdem auch wieder super gelaufen sind, wie zum Beispiel eine Nestle oder eine Microsoft und so weiter, sind halt wesentlich tiefer gefallen wie 20-30%. Aber schon in wenigen Monaten danach eben wieder gestiegen. Ja? Und jetzt ist natürlich das psychologische Problem, wenn du jetzt, sagen wir mal, nach 20% ausgestoppt worden bist, ja, wann steigst du wieder ein oder steigst du gar nie mehr ein? Ja? Das ist nämlich auch eine wichtige Frage, die du dir dann stellen musst, ja, für jede einzelne Aktie, wo du dich entscheidest zu investieren, ja. Es ist eine Aktie, wenn die mal 20% fällt oder 30%, ja, dann will ich die jetzt dann loswerden und nie mehr wieder haben, ja. Oder es ist eine Aktie, die sich vielleicht lohnen würde, dann zu halten oder vielleicht sogar nachzukaufen, ja, weil ich von der Aktie als solches auch langfristiger überzeugt bin. Und da stellt sich halt dann gleich das nächste
Der nächste Punkt in den Raum, den du halt beachten musst bei dem ganzen Spiel, das ist, also wo viele sagen, das ist die Lösung für das ganze Problem, ja, das ist der sogenannte mentale Stopp. Das heißt, mentale Stopp, ja, ist, den ich auch häufig verwende, du sagst dir einfach nur mental, ohne eine Order wirklich technisch zu setzen. Ja, nur rein psychologisch setzt du dir halt mental, also nur in deinem Kopf befindet sich diese Order, dieser Stop-Loss. Wenn also die Aktie 20% sinkt, ja, dann sozusagen erinnerst du dich rein in deinem Kopf daran oder auf einem Zettel aufgeschrieben, okay, hast du jetzt da sozusagen diesen Rückgang im Kurswert, ja, bei der Aktie, die du gekauft hast für 100 Euro, ist jetzt auf 80 Euro, du hast dort aber technisch keinen Limit gesetzt, sondern nur mental. Und in diesem Punkt machst du dann nochmal einen, sozusagen nochmal einen Double Check. Also du kontrollierst nochmal, warum die Aktie gefallen ist. Also es gibt ja mehrere Gründe zum Beispiel. Also der eine Grund wäre, es gibt einen Börsencrash. Ne? Dann fallen ja so gut wie alle Aktien in der Regel. Ja? Manche mehr, manche weniger. Dann gibt es einen anderen Grund, dass nur explizit die Aktie, die du jetzt gerade dir anschaust, fällt, oder der komplette Markt als solches steigt. Ja, also deine Aktie fällt in einem Umfeld, also in einem Marktumfeld, das eigentlich steigt. Ja, und dann hast du sozusagen eine ganz andere Ausgangsposition, eine Entscheidung zu fällen, als wie wenn es einfach crasht und alles fällt. Ja, weil wenn alles fällt, dann ist vielleicht deine Aktie individuell gar nicht schuld, sozusagen, oder gar nicht im Wert letztendlich vermindert, sondern nur im Preis. Ja, dann sind wir wieder bei dem Spiel Wert und Preis. Ja, also der Wert einer Aktie und was ist der Preis einer Aktie? Ja, da müsste ich vielleicht noch mal ein extra Video dann drüber machen in den folgenden Videos. Ich werde ja dann eine Videoserie draus machen, ja, so was Grundkenntnisse, Börsenwissen betrifft. Und also nochmal zusammenfassend, wenn du Risikobegrenzung machen willst, das heißt, du willst jetzt an der Börse was machen, du hast jetzt erfahren, okay, es gibt jetzt mittlerweile dann auch noch mehr Minuszinsen und du hast ein paar Ersparnisse und du willst es irgendwie anlegen und dir bleibt eigentlich nur die, there is no alternative, ja, TINA-mäßig und du bist davon überzeugt, du musst dich jetzt mit Aktien beschäftigen. Willst aber möglichst Risiko begrenzen, ja? Dann überlegst du dir, okay, wie kann ich, wenn ich jetzt eine Aktie für 100 kaufe, sobald ich die eine Aktie für 100 kaufe, ein dummes Beispiel, aber nur um es bildlich darzustellen, dann begrenze ich diese, kann ich die begrenzen über sogenannten Stop-Loss-Limit. Das könnte ich dann bei 80 Euro setzen. Das heißt, sobald die Aktie auf 80 fällt, rein theoretisch, wird sie bei 80 verkauft, dir bleiben noch 80 Euro, kannst du in was anderes investieren und bist somit geschützt bis auf 80 Euro für die 100 Euro, die du eingesetzt hast. Diese Stop-Loss-Limits, die müssen aber, wenn sozusagen kein Käufer da ist, dann muss diese nicht bei 80 Euro ausgeführt werden. Die kann dann auch nur bei 78 Euro ausgeführt werden. Ja? Dies ist dann häufig der Fall bei Aktien wie Nebenwerte, kleinere Aktien und so weiter, wo es nicht so viele Marktteilnehmer insgesamt gibt. Das heißt, wo halt am Tag nur einige wenige Käufer und Verkäufer sind. Also sprich ein kleiner Markt, ja, wie auf dem Dorf im Gegensatz zum großen Markt, der Viktualienmarkt am Marienplatz, okay? Dann ist das nächste, was du sagen musst, okay, die Lösung dafür könnte vielleicht sein, ein mentaler Stopp. Mental, der Stopp, also sozusagen die Verlustbegrenzung ist dann nur in deinem Kopf. Aber da musst du natürlich auch wiederum so ehrlich zu dir selber sein und sozusagen auch die Stärke haben, die mentale Stärke, wenn der Kausus eintritt, ja, also der Fall eintritt, dass deine Aktie dann von 100 in dem genannten Beispiel auf 80 fällt, dass du dir dann auch wirklich ganz ehrlich anschaust, okay, liegt es jetzt an der Aktie, hat sich da was verändert oder ist es der komplette Markt, der jetzt gefallen ist und an der Aktie hat sich als solches gar nichts geändert. In dem Fall könntest du sie einfach weiter halten oder sogar nochmal nachkaufen, wenn du noch Cash zur Verfügung hast, was sogar in solchen Fällen sogar empfehlenswert ist, ja, also bei Aktien, die sich in dem Fall vom Wert her nicht verändert haben, aber nur vom Preis, ja, und
Wenn es aber sozusagen eine Aktie ist, die einfach nur fällt und immer wieder fällt und der gesamte Markt als solches eigentlich oder die gesamte Branche als solches immer steigt, dann musst du dir nochmal anschauen, ob sich nicht der Wert deiner Aktie verändert hast und demzufolge auch der Preis. In dem Fall solltest du sie vielleicht veräußern und lieber das Geld, was dir dann noch bleibt, in eine sinnvollere Aktie oder Investment tätigen oder eine sinnvollere Aktie damit kaufen. Ja, das wäre damit somit abgeschlossen, dieses erste Video. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen Einblick gewähren in die Grundkenntnisse, was Börsenwissen betrifft, Aktie kaufen, verkaufen und wie kann ich mein Verlustrisiko sozusagen minimieren. Ja. Und wenn dir das gefallen hat, das Video, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Und schreib mir noch in die Kommentare, ob das Video irgendwie weitergeholfen hat. Wenn du ein Börsenneuling bist oder warst und welche Fragen du vielleicht noch dazu hast zu dem Thema Verlustrisiko begrenzen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Auf Wiedersehen. Tschüss.